Hallo und herzlich willkommen bei Smarter Energy. Gestern der Abend fing an wie in einem schlechten Horrorfilm. Warum? Ja, und warum ich vor allem hier im Treppenhaus sitze und mich mit dem Fenster hier beleuchte, um das Video aufzunehmen. Naja, wir haben gestern seit ungefähr 8 Uhr einen Stromausfall in der Straße. Und wir haben jetzt den nächsten Tag, sonntags morgens 10 Uhr. Mittlerweile ist der Strom ganz weg, gestern war es nur teilweise. Und wie das sich ergeben hat, das erzähle ich euch jetzt. Denn das war wirklich wie in einem schlechten Horrorfilm. Also es hat nur noch die Musik gefehlt. Ja, was war passiert? Gestern Abend, also gegen 8 Uhr, wir haben es uns schon gemütlich gemacht, wollten noch einen Film auf Netflix schauen und auf einmal, zack, wir haben gerade einen Film rausgesucht, geht der Fernseher aus, Licht geht aus, alles dunkel. Okay, ist man gewohnt, so ein Stromausfall ist jetzt nichts Ungewöhnliches, passiert halt mal ab und zu. Was dann aber interessant war, ich bin natürlich erstmal zu den Sicherungsautomaten gegangen, um zu schauen, ob wir denn, ja, also ob es an unseren Automaten liegt. Und da ist mir aufgefallen, in der Küche brennt am Backofen noch das Licht und der hat ja keine Batterie oder so für die Uhr. Also geschaut. Wir hatten teilweise noch Strom. Bedeutet, wir haben hier in Deutschland ein dreiphasiges Stromnetz. Scheinbar sind zwei der drei Phasen ausgefallen und auf einer Phase hatten wir noch Strom. Von daher erstmal keine großen Gedanken gemacht. Erstmal nochmal zurück gemütlich gemacht, um mal eine kurze Zeit abzuwarten. Oft ist es ja so, dass es nur ein kurzer Fehler ist. Es wird wieder zugeschaltet und das war's. Ja, dann haben wir so ungefähr eine halbe Stunde, Stunde gewartet. Und jetzt beginnt das ganze, ich nenne es mal Horror-Szenario. Denn scheinbar haben dann die Stadtwerke versucht, nochmal zuzuschalten. Aber das ging nicht so einfach. Es ist nicht so, dass es einfach wieder alles angegangen ist, sondern die Lampen, die wir vorher angeschaltet hatten, haben auf einmal angefangen zu flimmern. Das bedeutet, ja, hier wurde scheinbar nicht, konnte nicht komplett zugeschaltet werden. Ich weiß jetzt nicht, woran das genau lag. Aber das war nicht alles. Also überall im Haus flackern die Lampen, müsst ihr euch vorstellen. Dann fängt die Klingel an zu klingeln, in dem Moment, wo die zugeschaltet wird. Die ganzen Leuchten außen von den Bewegungsmeldern gehen an, denn immer wenn die eine Stromunterbrechung und danach eine Zuschaltung bekommen, gehen die auch an. Das ist noch nicht alles. Wir haben hier zwei Dyson-Staubsauger und jetzt fragt mich nicht, wie das passieren kann, aber die fangen auf einmal selbstständig an zu saugen. Also total absurd. Normalerweise muss man ja den Knopf drücken. Hier hat es scheinbar irgendwie über das Netzteil durch diese komische Zuschaltung gereicht, dass die angegangen sind. Also wirklich total absurd. Ja, und mir war bewusst, dass es an dieser Zuschaltung, an diesem Stromausfall liegt. Aber jetzt stellt euch mal vor, ihr seid allein daheim, es ist dunkel draußen und dieses Szenario passiert. Und dann zu allerletzt passiert noch Folgendes, es klopft draußen an der Tür. Also wirklich wie in einem Horrorfilm. Das war dann aber die Nachbarin, die halt auch einfach nur wissen wollte, was Stand der Dinge ist, ob wir auch keinen Strom haben. Aber wirklich total absurde Szenen. Ja, so viel mal zum Start. So, das war gestern Abend 8 Uhr. Erstmal natürlich gedacht, ja, das wird schon, sage ich mal, in der nächsten Zeit behoben. In der Regel sind die Stadtwerke hinter sowas ja auch ganz gut dran. Aber nach diesem Zuschaltvorgang hat sich eine Sache geändert, denn auf einmal hatten wir auf einer anderen Phase Strom. Also das heißt, andere Steckdosen und Lichtkreise hatten Strom im Vergleich zu vorher. Das, was vorher Strom hatte, war auf einmal aus. So, jetzt hatten wir ungefähr schon 2 Stunden auf den 2 Phasen keinen Strom mehr und jetzt hat langsam so haben wir uns gedacht, okay, wir können jetzt eh keinen Film gucken, kein Strom ist da. Es war schon 10 Uhr, na gut, gehen wir halt demnächst einfach schlafen. Aber jetzt das Problem, wenn die ganze Nacht über der Stromausfall ist, na gut, Kühlschrank, Gefriertruhe, die sollte natürlich mit Strom versorgt sein. Ich wusste ja aber, dass noch die andere Phase Strom hat, also haben wir ein Verlängerungskabel genommen, die Kühl-Gefrier-Kombi einfach an eine Steckdose mit einem Stromkreis, der noch Strom geführt hat, angeschlossen. Und ja, soweit erstmal gut. Was ich allerdings dann noch gemacht habe, mich nochmal komplett angezogen, bin in den Keller, habe meine Anker Solix Powerbank geholt, blende ich euch mal gerade ein. Denn für genau solche Fälle habe ich die noch hier, ansonsten nutze ich die auch noch als Backup für meinen Computer. Ja, hat sich aber jetzt wunderbar angeboten. Die war noch zu 60% geladen.
Die habe ich jetzt einfach mal als Reserve mir dann unten neben den Kühlschrank gestellt, denn man weiß ja nicht, wenn ein kompletter Stromausfall ist, muss man das ja überbrücken. Jetzt sei noch dazu gesagt, wir haben momentan ungefähr minus 5 Grad draußen. Das heißt, die Heizung lief jetzt leider auch nicht, denn die war auf der anderen Phase. Ich wollte das jetzt auch nicht provisorisch umklemmen, nur um jetzt die Nacht zu überbrücken. Da hatte ich jetzt echt keinen Bock drauf. Ja, also von daher, wir haben hier KfW 70 Standard in diesem ja, modernisierten Altbau von 1900. Wir haben jetzt immer noch, ich glaube, 21 Grad hier in der Wohnung. Gestern Abend von 2, 23 Grad, 1 Grad abgekühlt. Also das ist jetzt überhaupt kein Problem. Das werden wir auch noch theoretisch ein, zwei Tage so aushalten, auch wenn es dann immer ein bisschen kälter wird. Aber das Problem ist, an der Heizung hängt auch die Warmwasserbereitung mit Frischwasserstationen. Bedeutet, wenn hier kein Strom vorhanden ist, gibt es auch kein Warmwasser. Das wird jetzt natürlich, wenn das sich noch länger ziehen sollte, irgendwann dann ungemütlich. Na gut, aber auf jeden Fall, das war dann Stand der Dinge gestern Abend. Die Anker Solix Powerbank hier abgestellt zum Notfall, den Kühlschrank über die Phase versorgt, die noch Strom geführt hat. Und heute Morgen dann, ja, nach dem Schlafen um 8:30 Uhr kamen dann die Stadtwerke und haben hier die Hauptsicherungen am Hausanschlusskasten rausgezogen. Das haben die hier die ganze Straße runter scheinbar gemacht. Ja, und seitdem stehen die draußen mit einem Saugbagger, mit mehreren Autos und ja, graben an mehreren Punkten die Leitung scheinbar in der Straße frei. Ich bin mal gespannt. Das heißt, es scheint keine kleine Sache zu sein. Und naja, in der Zeit will ich jetzt einfach mal die Möglichkeit nutzen, denn ich kann ja nichts machen. Computer geht nicht, Licht kochen, soweit alles nicht möglich momentan. Aber ja, einfach mal so. Es haben ja viele Leute Angst vor so einem Blackout. Und hier jetzt einfach mal so ein paar Sachen. Vielleicht auch als Tipps generell. Denn jetzt muss man hier dazu sagen, es liegt hier weder an Wärmepumpen noch Elektroautos. Mein Auto ist das einzige, das hier in der Straße elektrisch lädt. Hier die Straße runter hat kein einziges Haus eine Wärmepumpe. Also der Ausfall hier in diesem Fall kommt jetzt von tatsächlich einer anderen Sache. Generell ist es jetzt natürlich so, die meisten Leute werden jetzt ein Problem haben über längere Zeit mit dem Inhalt vom Kühlschrank und dem Gefrierfach. Momentan haben wir jetzt natürlich den Vorteil, in Anführungszeichen, dass wir draußen die Temperaturen bei minus 5, also auf jeden Fall unter 0 Grad haben. Das heißt, theoretisch, wenn man hier jetzt keine Stromversorgung hat, könnte man die Sachen momentan draußen lagern. Wenn wir jetzt natürlich Plusgrade haben, geht das eventuell irgendwann nur noch für die Sachen aus dem Kühlschrank, und irgendwann sind halt die Sachen aus dem Gefrierfach dann, ja, die sind dann hin. Verkochen kann man sie jetzt auch nicht. Vielleicht dann im Nachgang, wenn später oder morgen der Strom wieder da ist. Das ist halt dann natürlich ärgerlich. Und da ist auch mein Tipp jetzt an alle. Ihr kennt es ja von meinem Kanal, Thema Photovoltaik. Wenn ihr die Möglichkeit habt, noch eine, also beziehungsweise wenn ihr gerade daran seid, euch eine Photovoltaikanlage zu besorgen, zu installieren, kann ich euch nur empfehlen, wenn es bei euch baulich möglich ist. Das war jetzt bei mir nicht der Fall, deswegen habe ich mich darum gar nicht gekümmert. Dann schaut, dass ihr direkt, wenn ihr sowieso einen Hybridwechselrichter mit Batterie installiert, dass ihr einen bekommt, der auch einen Backup-Ausgang hat. Das muss auch keine Versorgung des ganzen Hauses sein, weil das ist meistens sehr aufwendig oder halt auch gar nicht zu stemmen für den Wechselrichter. Aber zumindest so eine Notstromsteckdose, einfach, dass man so einen Port hat, wo man sich notfalls mit einem Verlängerungskabel durchs Haus behelfen kann. Und da wären zum Beispiel Geräte wie die Suncrow Hybridwechselrichter, die SMA Smart Energy Wechselrichter, von Goodwe gibt es welche, deren Namen ich jetzt allerdings nicht, also die Bezeichnung nicht genau kenne. Dann hat Fronius mit seinen Hybridwechselrichtern, glaube ich, direkt so einen Backup-Port dran. Bei meinem Bruder, der hat sich die komplette Backup-Lösung von Fronius gebaut. Das heißt, dessen Haus schaltet komplett in den Backup-Betrieb um, wenn der Strom ausfällt. Das heißt, der bekommt das eigentlich gar nicht mit. Das ist nur so mein Tipp. Wenn ihr sowieso an dem Thema dran seid, da am besten echt noch ein paar Euro investieren, dann seid ihr für so einen Ausfall tatsächlich mal gewappnet. Ich habe hier jetzt meine mobile Powerstation mit 1,2 Kilowattstunden. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Damit habe ich mir jetzt, beziehungsweise behelfe ich mir aktuell, denn momentan, jetzt nach 2 Stunden Ausfall, werde ich jetzt den Kühlschrank damit mal weiter betreiben. Denn ich,
es ist momentan noch nicht absehbar, wie lange das läuft. Das heißt, auch so eine Lösung ist natürlich, wenn man die ansonsten auch an anderer Stelle verwenden kann, jetzt nicht vielleicht nur für den Backup-Fall daheim rumstehen haben, ist das eine praktische Lösung. Verlinke ich euch natürlich auch mal gerne nochmal unten in der Videobeschreibung. Ja, dann habt ihr schon mal das Thema Strom zumindest teilweise überbrückt. Und ansonsten gibt es natürlich für größere Photovoltaikanlagen, zum Beispiel von Goodwee gibt es einen Hybridwechselrichter, der mit 29,9 kW wirklich so ein gesamtes Backup fahren kann. Von SunDraw kommen jetzt neue Geräte auf den Markt bis 25 kW, die auch so ein komplettes Backup fahren können. Allerdings muss man dazu natürlich sagen, das macht nur dann Sinn, wenn man auch eine Photovoltaikanlagenleistung und Speichergröße hat, die dann irgendwo im Verhältnis steht. Ansonsten macht es natürlich keinen Sinn, sich so einen großen Wechselrichter einzubauen. Aber Spoiler, vielleicht haben wir dieses Jahr ein Projekt, wo ich euch sowas mal zeigen kann. Da bin ich momentan gerade am Hinarbeiten drauf. Wenn euch das also interessiert, sehr gerne den Kanal abonnieren oder generell, wenn euch halt diese Themen interessieren. Ja, ansonsten, man merkt jetzt aber auch einfach mal, wie abhängig man doch von so einer Grundversorgung ist. Also ich sag mal Strom, Wasser. Und was natürlich irgendwann jetzt zum Tragen kommt, ist die Heizung. Und hier muss ich sagen, ihr habt ja schon vielleicht auf meinem Kanal gesehen, das Wärmepumpenvideo. Nochmal hier der Hinweis, das ist nicht in diesem Gebäude installiert worden. Das ist bei meiner Familie umgesetzt worden. Hier haben wir immer noch eine Gasheizung kombiniert mit einer Solarthermieanlage. Und da bin ich jetzt auch relativ froh drum, denn was jetzt passieren würde, wenn wir jetzt hier eine Monoblock-Wärmepumpe hätten, ist es so, wenn die jetzt seit gestern Abend schon den Ausfall gehabt hätte, bei minus 5 Grad Außentemperatur, Monoblock-Wärmepumpen sind mit Heizungswasser durchströmend, könnt ihr euch denken, irgendwann kommt der Punkt, wo anfängt auch mit dicker Dämmung die Leitungen einzufrieren. Denn wenn der Strom weg ist, funktioniert auch die Backup-Heizung in diesem Gerät nicht. Bedeutet, man muss den Wasserkreis teilweise in dem Frostbereich ablassen. Dafür gibt es automatische Ventile. Das kann man manuell machen, aber man muss es auf dem Schirm haben. Das ist der eine Punkt, weshalb ich persönlich momentan, wenn es möglich ist, noch ein gutes Splitgerät tatsächlich präferieren würde für meinen eigenen Fall. Ist aber natürlich jedem selbst überlassen. Splitgeräte kann man nicht selbst einbauen. Da braucht ihr einen Kältetechniker. Aber hat natürlich dann auch seinen gewissen Vorteil. Problem wird sein mit der EU-Kältemittelgeschichte, dass viele dieser Geräte in Zukunft gar nicht mehr eingebaut werden dürfen. Ab, ich glaube, nächstem Jahr, wenn es so kommen sollte. Ist aber ein anderes Thema für sich. Warum ich jetzt trotzdem noch froh bin, dass wir hier eine Gasheizung haben, ist einfach folgender. Wir haben hier überall Fußbodenheizung, bis auf zwei Wohneinheiten. Ihr müsst wissen, das hier sind knapp 600 Quadratmeter, sechs Wohneinheiten, dieses Gebäude. Und hier ist es einfach so, in diesen vier Wohneinheiten, wo die Fußbodenheizung ist, ist natürlich der Boden jetzt mittlerweile ausgekühlt. Das heißt, wenn jetzt die Heizung läuft, hat das erstmal unglaublich lange Vorlaufzeit, bis die überhaupt mal nochmal spürbar aktiv wird. Ist jetzt wie gesagt nicht kritisch, weil das Gebäude generell noch nicht viel Wärme verliert. Aber jetzt müsst ihr euch vorstellen, wenn ihr jetzt eine Wärmepumpe habt, die wirklich sehr knapp dimensioniert ist, dass sie gerade so die Maximalleistung bei kalten Außentemperaturen hat, dann fängt die jetzt bei diesem Wetter so richtig an zu kotzen. Schaltet eventuell noch den Zusatzheizstab ein, damit sie überhaupt auf das Temperaturniveau kommt, was sie jetzt erzeugen muss, denn Warmwasser muss erstmal nochmal bereitet werden, dann die ganze ausgekühlte Estrichmasse muss hochgeheizt werden. Und da bin ich jetzt ganz froh. Ich bin jetzt ja kein Gegner von Wärmepumpen, absolut nicht. Nur in so einem Fall ist es jetzt wirklich praktisch, ein Gasgerät zu haben, was dann mit ordentlich Leistung nochmal schnell hier das Ganze, wir haben jetzt hier ein 30 kW Gasgerät drin, bei einer, ich sag mal, berechneten Heizlast von rund 20 kW. Das heißt, hier kommen wir dicke dann damit schnell nochmal auf Temperaturen. Ja, ist jetzt in dem Moment nicht verkehrt. Problem ist natürlich auch, die Gasheizung hilft euch bei einem Stromausfall nicht. Man könnte jetzt natürlich hingehen und über so eine Backup-Lösung auch die Heizung zumindest teilweise mit Strom versorgen. Das geht. Aber auch so eine Gasheizung verbraucht jetzt nicht Unmengen Strom, aber mit allem zusammen Zünden, Ventilator, Umwälzpumpen kommen da halt doch schon wahrscheinlich so 200-300 Watt durchschnittliche Leistung zusammen, und da braucht man schon eine gewisse Akkukapazität, um sowas auf längere Zeit auch
stemmen zu können. Das heißt, hier ist man nicht auf Nummer sicher. Was wir aber vielleicht mal noch angehen werden, das ist eine ganz coole Sache, und zwar bei dem Projekt, wo ich auch die Wärmepumpe installiert habe, dort haben wir noch einen wassergeführten Holzofen. Der wassergeführte Holzofen braucht zwar auch Strom, um mit der Umwälzpumpe die Wärme ins Heizsystem zu bringen, die braucht aber gerade mal, ja, ich sag mal, wenn es eine Hocheffizienzpumpe ist, 25 Watt. Und da werde ich das System wahrscheinlich noch so umrüsten, dass dort die Möglichkeit besteht, wirklich dann einfach mit so einer Powerstation Stecker umzustecken, dann läuft die Heizungsregelung, Wärmepumpe bleibt aus, aber in dem Moment können wir dann mit dem wassergeführten Holzofen das Gebäude und sogar das Warmwasser heizen. Und das ist ein ganz cooles Projekt. Ich denke, wenn euch das interessiert, auch natürlich sehr gerne den Kanal abonnieren. Ja, ansonsten, ich werde jetzt einfach mal abwarten, gehe jetzt mal gleich eine Runde die Straße runter spazieren, schau mal, was dort Stand der Dinge ist. Wenn ihr ähnliche Erfahrungen oder Tipps habt, natürlich auch gern mal in die Kommentare, beziehungsweise ob bei euch vielleicht auch schon so eine Backup-Lösung läuft. Was jetzt natürlich noch so ein Punkt ist, draußen steht der Tesla, der ist zu ungefähr 60% geladen. Das Blöde ist aber, ich kann die Kapazität aus dem Akku nicht mehr entnehmen, weil das wäre jetzt auch noch eine Möglichkeit. Ihr kennt vielleicht die Autos aus der Hyundai-Kia-Familie, die haben ja diesen Vehicle-to-Load-Adapter, das heißt, dort könnt ihr aus dem Auto nochmal 3 kW Last ziehen, und das ist natürlich auch ein ganz praktisches Feature. Das bieten auch, glaube ich, immer mehr Hersteller an. Tesla hat es jetzt zumindest bei den aktuellen Modellen, die bei uns verfügbar sind, soweit ich weiß, nicht. Der Cybertruck, aber das ist ja eh nur so ein amerikanisches Ding, der bietet solche Steckdosen. Ja, generell, das wird natürlich spannend, wo sich da der Markt hin entwickelt. Da kann man auch mit sowas mal, weil ich sag mal 60% bei dem Akku, das sind irgendwo um die 40 Kilowattstunden, da kann man natürlich noch einiges entnehmen, sage ich mal, bevor der entladen ist. Auf der anderen Seite will ich mir jetzt natürlich für morgen ist wieder Montag, brauche ich das Auto, könnte ich den jetzt auch nicht komplett leer laden, aber da hätte man zumindest noch die ein oder andere Kilowattstunde, die man hier nützlich dann eventuell im Notfall anwenden könnte. Ja, ansonsten, das Gute ist, es ist wirklich nur hier dieser Straßenzug, der jetzt momentan betroffen ist. Das heißt, ja, wenn wir jetzt heute nicht kochen können, dann ist es halt so, dann fahren wir irgendwo hin, was essen oder gehen uns was holen. Ja, ich sag mal, das ist alles unkritisch und ich kann das auch ganz realistisch abschätzen. Mir macht das jetzt keine Angst, aber ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere bei so einem längeren Stromausfall dann vielleicht doch wirklich Panik bekommt. Gerade wenn er nicht weiß, was vielleicht hinten dran steckt, dann hat man vielleicht irgendwelche Horrorgeschichten schon irgendwo mal gehört. Von daher kann ich nur jedem empfehlen, sich zumindest mal so einen gewissen, ja, Grundbedarf oder zumindest mal zu überlegen, was braucht man in so einem Notfall. Einfach, dass man nicht komplett, sage ich mal, von so einer Situation überrascht ist, wenn es denn soweit ist. Aber wie gesagt, um sich jetzt auch einfach mal so einen Tag nicht vermiesen zu lassen, beziehungsweise jetzt nicht die Vorräte im Kühlschrank zu verlieren, ja, so eine Backup-Lösung ist meiner Meinung nach schon empfehlenswert. Gerade im Zusammenhang mit einer Photovoltaikanlage, wenn man es sowieso umsetzen kann, ist das für mich eigentlich mittlerweile so ein No-Brainer. Aber wie gesagt, lasst mich gerne mal wissen, wie ihr die Situation seht. Ich gehe jetzt mal raus, schau mir an, was in der Straße so passiert. Es ist auch ganz witzig zu sehen, wie alle Nachbarn hier immer sporadisch mal vor die Tür gehen, immer zu, mal schauen, was so Stand der Dinge ist. Ja, und ansonsten hoffe ich, dass ich das Video heute vielleicht noch irgendwann schneiden kann. Ich will jetzt nicht meine letzte Akkureserve hier nutzen, um den PC zu betreiben. Das hebe ich lieber jetzt, wie gesagt, für Kühlschrank, Gefriertruhe noch auf. Und ja, das ist jetzt das erste überraschende Video dieses Jahr. Bald geht es hier wieder mit den ganz regulären Themen weiter. Wir bauen noch eine Photovoltaikanlage im größeren Stil. Und wenn euch das interessiert, abonniert, wie gesagt, gerne den Kanal. Bis zum nächsten Mal, ich bin Andi und ihr schaut Smarter Energy.